Hallo und herzlich willkommen bei CrossCult TV. Wir sind hier im Hilton Hotel in Düsseldorf unterwegs, wo die allererste InfectionCon stattfindet. Hier haben Fans die Möglichkeit, Berühmtheiten aus dem Zombie-Genre persönlich kennenzulernen. Unter anderem sind hier zum Beispiel Michael Rooker, Lou Temple von The Walking Dead, aber auch George Miguel, der Zeichner vom zweiten Teil von Als die Zombies die Welt auffraßen. Wir schauen uns hier mal genauer für euch um und schauen, wen wir so vor die Kamera bekommen. The hardest part is that I never did draw zombies before. I never saw a zombie movie before, so I had to watch a lot of TV, DVDs, and watch people die all the time. Also wir sind jetzt hier mit der Lara. Lara, du hast gerade in einem Workshop gelernt, wie du dein Zombie-Make-up dir auftragst. Kannst du uns ein bisschen was vom Workshop erzählen und was du so dort gelernt hast? Am Anfang haben die uns halt gezeigt, wie wir das alles machen, an verschiedenen Leuten. Also uns wurde einmal gezeigt, wie wir einen blauen Fleck machen. Habe ich mir jetzt selbst nicht gemacht. Dann wurde uns gezeigt, wie man so ein Zombie-Make-up allgemein macht. Also dass man halt vor allen Dingen diese eigenen Körperlinien, also wenn ich jetzt zum Beispiel lache, habe ich ja hier diese Rillen, dass man die halt mit schwarzem Stift so ein bisschen vertieft und ein bisschen verschmiert, dass man halt ein bisschen mehr aussieht wie so ein Untoter. Wir versuchen eigentlich immer tagesaktuell eben zur Serie dann eben halt zu schreiben, die Fans mit News zu versorgen, auch zu diskutieren und eben halt auch alles, was mit Walking Dead zu tun hat, so in diesem Universum dann eben halt entsprechend Bericht zu erstatten und ja, da eigentlich immer auf dem neuesten Stand dann irgendwie unsere Fans dann zu halten. Stell doch mal ein bisschen vor, was habt ihr so bei euch im Programm? Wie du schon sagst, also wir sind, haben auch gestartet eigentlich als Comic-Verlag, der Schwerpunkt wirklich Erwachsenenliteratur oder Comics für Erwachsene hatte. Also zu den ersten Comic-Bänden gehörten dann auch Hellboy und auch sehr früh schon Sin City. Und das war schon immer so der Schwerpunkt. Good to see you. You know me as Axel on The Walking Dead and I'm here in Düsseldorf, Germany. And we're having a good time, right? A lot of nice people here from not just Düsseldorf, but all over Germany. Some people have come in from Bavaria. And I've met some Austrians, some Brits have come in from the UK. There's a couple of Americans. So we're having a great time here, representing The Walking Dead, right? Also mir hat's richtig super gefallen, ist sogar meine erste Con, also ich war noch nie auf sowas. Gefallen hat es mir wirklich super, das war ein Riesenhighlight für mich als Walking Dead Fan besonders. Das war schon echt ein tolles Erlebnis, weil der Aaron Singleton, der hat in dem Panel sehr persönlich von sich auch erzählt und das war schon echt, das ging schon richtig ans Herz. Wir haben gestern auch nochmal alle Stargäste ganz nah gesehen, als sie von den Autogrammstunden gekommen sind und dann ganz nah bei uns standen, das war schon aufregend. So, das war also die InfectionCon 2014 in Düsseldorf. Wir haben wirklich super nette Leute kennengelernt, coole Stargäste interviewt und ich bin wirklich beeindruckt von Walking Dead Fandom. Ihr seid super. Wir haben jetzt noch ein paar Komplett-Interviews von euch, unter anderem von George Miguel, dem Zeichner von Als die Zombies die Welt auffraßen, und zwar dem zweiten Band. Natürlich von den ganzen Walking Dead Schauspielern, die blenden wir euch jetzt hier irgendwo ein. Wir würden uns natürlich super freuen, wenn wir euch selbst mal auf einer Convention treffen würden. Kommt vorbei, kommt uns am CrossCult-Stand besuchen, kommt auf unsere Webseite und natürlich lasst uns jetzt hier ein Abo bei YouTube da. Wir würden uns also super freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Andi.